Hallo, ich freue mich, dass ihr mir wieder zuschaut. Es geht heute um ein Thema für meine Pflanzenaufzucht. Am Fensterbrett habe ich mir überlegt, einen Spiegel dahinter zu setzen. Und da ein Spiegel ja eine zerbrechliche Angelegenheit ist und irgendwie ein bisschen schwierig, habe ich mir eine aluminiumbedampfte Folie besorgt, die ich umnähe und praktisch dahinter mache. Ich zeige das mal. Habe mich hier so eine Hitzeschutzfolie besorgt, Aluminium, Polyester, die ich doppelt nehme, weil sie ein bisschen Aluminium verliert. Die habe ich ja auch fast geschenkt bekommen. Das war ein fehlerhaftes Produkt sozusagen. Und nähe das jetzt um und setze das dann hinter meine kleinen Pflanzungen mit den Aufzugskästen. So, hier sieht man jetzt meine kleine Pflanzenaufzucht am Fensterbrett. Und jetzt hier oben ist die Folie, die klappe ich runter. Habe ich da erstmal Steine oben drauf gelegt. Da wird es natürlich im Raum ein bisschen dunkler. Aber es braucht eben keine Energie. Ich habe jetzt die Folie nochmal halbiert und so ein bisschen nach oben aufgehangen, um meine Pflanzen hier denen mehr Licht zu geben. Und die wachsen eigentlich wirklich ein bisschen besser. Es ist ja auch circa fast doppelt so viel Licht kommt bei den Pflanzen an. Die schießen nicht ganz so in die Höhe und gehen nicht ganz so doll in eine Richtung. So, als Schlusswort wollte ich noch dazu fügen, ihr könnt auch eine Rettungsfolie aus dem Erste-Hilfe-Paket vom Auto verwenden für diesen Zweck. Die laufen ja ab und dann habt ihr die übrig und das ist eigentlich wunderbar dafür.